Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns mal wieder Otto.de und mir wurde ein Rechner vorgeschlagen, den ich mir mal angucken soll. Und zwar nicht, weil er sich den kaufen wollte, sondern einfach nur, er wollte darüber mal ein Video sehen. Und das machen wir jetzt auch mal. Es geht um den Systemtreff High-End Edition 92083 Gaming PC. Das Witzige ist, ich habe den schon vor 3-4 Tagen mal zusammengestellt, dann hatte ich es wieder irgendwie verdrängt, dann war er nicht mehr lieferbar und jetzt ist er allerdings wieder lieferbar, nur noch wenige Artikel auf Lager. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber gut, wir schauen mal. Intel Core i15400F, Intel Core i15400F, doppelt hält besser. Nvidia GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6, ja, 8 GB RAM, 8 GB. 8, nicht 16, 8. 1000 GB HDD. Ja, zuerst allemal das Bild ist fake, weil ihr seht hier zum Beispiel, wenn ich jetzt ein bisschen ranzoome, da oben die Wasserkühlungsröhren, da ist kein Lüfter drin zu sehen, das ist auch irgendwie eine wassergekühlte Grafikkarte, das ist hier alles nicht der Fall. Ich denke, es geht wieder ums Gehäuse, ihr kennt die ganze Geschichte ja schon. Dazu gibt es Windows 10 Pro, immerhin, und Bulgard Internet Security, ja, die Nummer, die können wir uns schenken. Das ist auch nicht so ein Karton, der da drin ist, ihr kriegt dann so ein Kärtchen mit einem seriellen Code und den könnt ihr eingeben, runterladen. Ist also Quatsch. Eventuell ist sogar schon vorinstalliert, dann dürft ihr das wieder runterschmeißen. Wir starten mit der Config. In der Ausstattung haben wir einen Intel Core i5-10411, das ist also die letzte Generation. Jetzt aktuell ist die 11er, jetzt haben wir die 10er. Ihr wisst, bei Intel, ich sage es immer wieder, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Das scheint ein 6-Kerner zu sein, ich denke mal mit Hyper-Threading seid ihr so bei 12 Kernen. Der kostet bei Geizhals 146,07 €. Da wisst ihr schon, wo die Reise hingeht. Ich vergleiche ja gerne mit AMD. Wenn ich jetzt einen Ryzen nehme, sagen wir den 2600er, selbst der kostet noch so um die 180 €. Und das ist so ziemlich der kleinste, den ihr euch holen könnt. Es gibt da noch kleinere, klar, aber der i5-10411 ist einer von einer ganz kleinen Marke. Egal, den packen wir mal so in den Warenkorb, da kommt noch gleich was zu. Ich werde da noch was zu erläutern. Das Mainboard, ein Asus Prime, wir kennen es schon, H510M-K. Die Sache ist die, dieses H510M-K ist der Chipsatz und das ist so ziemlich der kleinste, den ihr aus der 5er-Reihe haben könnt. Hier oben seht ihr den 510, der unterstützt so ziemlich gar nichts. Dann gibt es schon B560, H570, das hätten die alles noch nehmen können, das wird natürlich teurer, haben sie dann nicht gemacht. Egal, wir suchen uns mal raus bei Geizhals. Hier ist es auch schon, kann man auch so kaufen, hier steht auch Sockel, Intel, na komm, Intel 1200, 89,90 €, das ist auch unteres Segment. Von den Anschlüssen, ihr habt da zweimal USB, einmal HDMI, was ihr eh nicht benutzt, VGA, was ihr auch nicht benutzen solltet. USB 3.0, nochmal zweimal USB 2.0, das ist halt auch dem Chipsatz geschuldet. USB 3, Gen 1, Gen 2 ist hier einfach nicht gegeben. Dann habt ihr hier noch einen Netzwerkanschluss und halt Mikrofon, Kopfhörer und Line-In und einen PS-2-Anschluss. Das ist auch das höchste der Gefühle. Das Board kann technisch gesehen so ziemlich nichts. Ihr seht es auch schon am Design. Ihr habt da zwei RAM-Bänke, ihr habt da einen Grafikkarten-Slot, hier unten noch einen Slot für PCI Express, falls ihr irgendwas erweitern wollt. Und hier noch einen M2-Slot. Und das war dann auch das höchste der Gefühle. Also das Teil kann nicht sonderlich viel. Ich schätze, das werden hier 4 SATA-Ports sein. Hier ist noch ein 5er eventuell. Ja, SATA 6G-5, ich meine es erkennen zu können. Aber das Board ist wirklich unterste Einsteigerklasse. Einfach nur, dass das Teil läuft. Ihr könnt damit nicht sonderlich viel machen. Es ist nicht beleuchtet, gar nichts. Egal. Wir packen es so in den Warenkorb für 89,90 €. Jetzt kommen wir zum Arbeitsspeicher. Es steht kein Hersteller dabei, aber immerhin die Taktung. Es ist ein 8 GB DDR4 2666 MHz. Wenn mich nicht alles täuscht, werden sie jetzt hergehen und nur einen Riegel verbauen? Mit der Aussage, naja, dann kann der Kunde ja noch erweitern, weil ihr habt ja noch einen zweiten Slot, wo ihr den zweiten Riegel reinpacken könnt. Ja, aber Single-Channel-RAM ist in der heutigen Zeit totaler Mist. Wollte gerade was anderes sagen, aber ich habe es unterlassen. 8 GB RAM mit der Taktung. Okay, die Taktung zeige ich euch jetzt noch was zu. Der Prozessor unterstützt offiziell auch nur 2666 MHz, was ich auch irgendwie traurig finde, weil es extrem wenig ist. Ich rede ja bei AMD, wenn sie 3000er reinpacken, schon immer von, ey Leute, 3200 geht aber auch. Aber 2666, das ist schon hart. Und so einen RAM zu finden ist auch hart. Das ist, also, das kauft sich heutzutage halt einfach keiner mehr. Das ist Resteverwertung. Beziehungsweise auch so ein kleiner Prozessor mit so einem kleinen getakteten RAM, das ist der Bottleneck. Ich wurde mal darauf hingewiesen, dass ich doch mal auf den Bottleneck aufmerksam machen will, also den Flaschenhals im ganzen System, das ist der Prozessor. Grafikkarte, die hat Leistung, aber der RAM und der Prozessor, das, also, selbst wenn ihr erweitert, es macht keinen Sinn. Ihr könnt übertakten, vielleicht.
Ob das mit dem Board möglich ist, weiß ich nicht, aber dann könnt ihr theoretisch 3000 da reinpacken. Aber da das sowieso ein Fertig-PC ist, könnt ihr da jetzt gerade erstmal nichts mehr dran ändern. Ich habe jetzt hier auch mal einen rausgesucht, den Crucial DIMM 4 GB DDR4 2666 MHz. 4 GB, weil ich bin jetzt so nett und sag, wir tun zwei davon rein. Dann haben wir Dual-Channel, 2x4 GB. Ist immer noch viel zu wenig, immer noch viel zu langsam getaktet. Egal, 20,91 € mal 2, klar, packen wir so auch in den Warenkorb. Grafik, ja, jetzt wird's interessant. Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB haben wir hier auch im Haushalt, also Lexi hat das. Die tut ihren Job, gar keine Frage. Aber wir kriegen im Moment keine Angebote dafür. Ich habe das eben auch nochmal aktualisiert, die ist im Moment halt nicht verfügbar, also derzeit keine Angebote. Wenn man jetzt auf anderen Seiten guckt, kriegt man die bestimmt noch. Nur jetzt, Geizhals findet jetzt gerade nichts. Der letzte Preis war bei 850 € knapp. Das werden wir gleich einfach draufrechnen auf das System. Ich kann es jetzt so in den Warenkorb packen, aber es wird halt nicht draufgerechnet. Das machen wir gleich von Hand. Festplatte, 512 GB M.2. Immerhin eine M.2. Aber ich gehe davon aus, es wird eine ganz normale SATA M.2 sein, keine PCI Express. Das heißt, die wird so Lese- und Schreibraten um die 500 MB haben. Eine PCI Express hätte 2 GB pro Sekunde Lesen und Schreiben, mindestens. Geht sogar hoch bis zu 7 oder 8 GB pro Sekunde, wenn ihr jetzt eine Samsung zum Beispiel nimmt. Es gibt auch noch einen anderen Hersteller, der Name fällt mir gerade nicht ein, die schaffen auch 7,5 oder ähnliches. Gigabyte die Sekunde natürlich. Da habe ich jetzt einfach mal die Patriot P300 genommen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die da drin ist. Die wird gerne verbaut von so Fertigsystemherstellern. Die kostet 51,40 €. Für den Preis kriegt ihr auch schon eine PCI Express Karte. Zum Beispiel die Crucial P1 in der 500 GB Variante. Egal, packen wir so in den Warenkorb. Eine zweite Festplatte haben wir auch noch. 1000 GB HDD. Ja gut, das ist zum Auslagern eventuell von Spielen, Filmen, Musik, was ihr halt so habt. Darauf Spiele zu installieren ist natürlich so eine Sache. Sie laden dann länger, aber es funktioniert. Das ist kein Problem. Dafür nehmen wir die Seagate Barracuda mit 1 TB, 3,5 Zoll. So eine wird da auch drin sein. Kann auch Western Digital oder ähnliches sein. Die tun sich preislich aber nicht sonderlich viel. 31,50 € packen wir auch so in den Warenkorb. Laufwerk, kein Laufwerk verbaut. Ja gut, das geht schon wegen dem Gehäuse nicht. Betriebssystem Windows 10 Pro bereits vorinstalliert. Hier haben wir es, Microsoft Windows 10 Pro, 32 oder 64-Bit kann man sich bei der Installation quasi aussuchen. Mittlerweile alle Systeme sollten auf 64-Bit laufen, alles andere wäre Quatsch. Kostet 29,88 €. Ich weiß nicht, inwieweit man jetzt dem Hersteller bzw. dem Anbieter vertrauen kann. Ihr kriegt es auch für einen Fünfer auf eBay, ja, aber ich will es jetzt einfach mal mit in den Warenkorb packen, sonst sagt wieder jemand, die 30 € fehlen. Ja, jetzt haben wir es. Ist jetzt drin, braucht er also nicht mehr draufrechnen. Netzwerk, das ergibt sich aus dem Mainboard. WLAN, 2-in-1, Bluetooth WLAN USB-Stick. Da hat es noch nicht mal mehr für eine PCI-Express-Karte gereicht, die deutlich besser wäre. Aber gut, wir haben auch einen Stick rausgesucht. Hier ist einer von Intertech, Power-On, DMG, sogar mit 5 GHz WLAN, Bluetooth, alles mit dabei für 10,40 €. Das ist schön, dass sie das dabei legen. Den 10er haben sie sich nicht weggespart, einfach nur damit sie WLAN und Bluetooth reinschreiben können. Na gut, was soll's, packen wir so in den Warenkorb. Sound, ja, Realtek, das ist einfach nur der Soundchip auf dem Board, da ist keine Soundkarte drin, beziehungsweise die Soundkarte ist sozusagen auf dem Board, wie es heutzutage fast immer ist. Es gibt natürlich Leute, die jetzt Musik mischen und so weiter, die haben dann richtig gute Soundkarten in ihrem System, um da noch mehr abmischen zu können, bessere Qualität zu haben, aber für euch reicht es. Gehäuse, Aerocool ITS 388, ja, das findet man so nicht. Googelt es selber mal, also ich habe es nicht gefunden. Wenn ihr es gefunden habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare oder in meinen Discord-Channel. Wir nehmen jetzt einfach mal als andere Variante ein Aerocool Hive, das wird, denke ich mal, preislich auch so um den Dreh liegen. 36,57 € ist auch jetzt nicht die Welt. Es gibt Gehäuse, die kosten 200-300 € oder sogar noch mehr. Das ist richtig Qualität. Hier, naja gut. Es reicht für das System natürlich aus. Die wollen auch irgendwo sparen. Packen wir so in den Warenkorb. Ja, Netzteil mit 120 mm Lüfter. Sehr leise und 82% Effizienz. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, wie viel Watt. Das bringt mir nichts. Die meisten haben 120 mm Lüfter. Die meisten sind auch sehr leise und die meisten haben 82% Effizienz. Das ist der Bronzestandard. Was machen wir da? Wir nehmen natürlich ein Netzteil, was irgendwo in das System reinpasst von der Leistung her. Dann nehmen wir einfach mal das Intertech Argus RGB 2 600 Watt. Das ist natürlich jetzt schon ordentlich Leistung. Müssen wir aber auch haben wegen der 3060. Die pfeift sich schon was rein. Man kann auch ein 500 Watt Netzteil nehmen. Aber wir nehmen jetzt einfach das. Das hat sogar einen 140 mm Lüfter. Und ihr müsst bedenken, je größer der Lüfter, beziehungsweise je langsamer er drehen muss, desto leiser ist er natürlich. Das wird in dem Fall jetzt hier auch so sein, es sei denn, die Qualität ist völlig für den Poppes, aber ich denke, bei 50 € sind wir ganz gut damit dabei, das packen wir auch so in den Warenkorb. Ja, im Lieferumfang enthalten, Bulgard Internet Security können wir drauf scheißen, Entschuldigung. Gedruckte Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, ja, das ist halt Pflicht, er ist halt Händler, das muss dann mit dabei sein. Softwarepaket LibreOffice, kompatibel mit allen Office-Anwendungen, ja, da könnt ihr auch OpenOffice nehmen, ist völlig egal. Das hier sagt uns gar nichts, letzte Aktualisierung am 3. Mai, ja, von mir aus. Ihr kriegt aber ein Stromkabel mit dabei.
Wir hatten ja letztes Mal einen Rechner, wo kein Stromkabel dabei war. Hier kriegen wir ein Stromkabel mit dabei. Das ist ja wunderbar. Gut, dann kommen wir jetzt auch schon zum Ergebnis. Hier haben wir die große Festplatte, die Patriot, also die kleine M.2 SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, wo wir gleich den Preis noch mit beirechnen müssen, das Board mit dem kleinsten Chipsatz der Welt, der Intertech Power-On WLAN Bluetooth Stick, Aerocool Hive Gehäuse, dann noch das Netzteil mit 600 Watt, die werden wahrscheinlich nur 450 oder 500 verbauen, ich weiß es nicht, ich möchte denen jetzt nichts vorwerfen, aber ich gehe mal davon aus. Microsoft Windows 10 Pro haben wir jetzt auch mit dabei, landen wir ohne die Grafikkarte bei 485 Euro. Jetzt rechnen wir die 850 noch dazu, da landen wir bei 1335 Euro, das System soll kosten 1417,90 Euro. Es ist preislich gesehen okay. Die wollen jetzt natürlich noch was fürs Zusammenbauen haben und ein bisschen Marge und so, das verstehe ich alles, ist überhaupt kein Problem. Otto will auch noch seinen Anteil, weil Systemtreff wird quasi nur von Otto vertrieben. Aber ob die Config Sinn macht? Nö. Nicht mit dem Board, nicht mit dem RAM und vor allen Dingen nicht mit einem 180-Euro-Prozessor. Ich habe da diese eine Empfehlung gehabt, das eine Video, auch für 1450 Euro. Da war ein aktueller Ryzen drin, da war eine aktuelle Grafikkarte drin, auch das kleinste Modell von AMD von der Grafikkarte, ist bei der 3060 jetzt aber nichts anderes, auch quasi das kleinste aus der aktuellen Serie. Da habt ihr aber glaube ich 16 GB RAM gehabt, soweit ich es in Erinnerung hatte, und einen aktuellen Chipsatz. Deswegen lasst die Finger von diesem System. Ich zeige euch jetzt auch nochmal ein Video. Ich zeige euch ja immer die FPS, jetzt zeige ich euch noch was anderes. Denkt bitte an die 8 GB RAM. Wir starten hier einfach mal mit PUBG. Da seht ihr, ja, ihr habt hier 190 FPS, was völlig in Ordnung ist. Das ist halt von der Grafikkarte. Aber der RAM ist über die 8 GB. Ihr werdet da richtig Probleme bekommen mit dem System. Es wird anfangen zu ruckeln, es wird laggen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Ich glaube, der Duter wird mindestens 16 GB verbaut haben. Jetzt seid ihr schon bei 9 GB. Das ist der Hammer. Die FPS sind in Ordnung. Aber auch nur, weil er wahrscheinlich 16 GB da drin hat. Ich guck mal eben, ob er irgendwas in seiner Info stehen hat, was für ein System das genau ist. Ja, er hat tatsächlich auch 2666 MHz, aber er hat 2x 8 GB, also 16 GB. Dual-Channel. Wenn ihr keinen Dual-Channel habt, gehen euch zumindest schon mal so 10-20% FPS flöten. Das ist wirklich so. Und in dem Fall laufen euch sogar die 8 GB voll. Das macht Windows nicht mit. Dann kriegt ihr auch eine Fehlermeldung. Achtung, Speicher wird zu wenig und also... Egal, wir schauen mal weiter. Bei League of Legends, da geht es gerade noch so mit 6,5 GB. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt noch Discord am Laufen, ihr hättet noch einen Browser-Tab offen und vielleicht noch ein Visual YouTube während der Wartezeit in der Lobby oder ähnlichem. Dann seid ihr ganz schnell über diese 8 GB. Er wird jetzt wahrscheinlich nur das Spiel und diese Aufnahmesoftware am Laufen haben. Eventuell macht das auch über einen externen Rechner, wo er es noch aufnimmt. Also es ist schon hart an der Grenze. Ja, Counter-Strike Go geht auch noch. Sind wir so bei 240 FPS und 6,5 GB RAM-Benutzung. Bei Fortnite geht es irgendwie gar nicht, da haben wir schon 10 GB RAM-Auslastung, 180 FPS, okay. Was ihr nicht erreichen werdet mit 8 GB RAM. Das bremst die FPS ebenfalls so aus. Und er hat Dual-Channel, habe ich ja eben schon gesagt. Nehmen wir jetzt Division, was ziemlich anspruchsvoll ist, 12 GB RAM-Benutzung. Da seht ihr schon, selbst 16 wird irgendwann vielleicht ein bisschen wenig. Es wird für die meisten reichen im Moment, aber 8. Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist eine Katastrophe, dieses System. Also, wenn ich euch wie immer einen Tipp geben darf, lasst die Finger davon. Selbst wenn ihr den RAM noch aufrüstet, wenn ihr noch einen 8 GB Riegel dazu kauft, ja, kann man machen. Aber selbst dann ist das Board noch zu klein. Und noch eine Sache, viele fragen immer, du sag mal, warum nimmst du andauernd AMD? Ja, es ist folgende Sache. Wenn Intel eine neue Generation auf den Markt bringt, das ist nicht immer so, aber meistens, dann wechseln die den Sockel auf dem Board. Das bedeutet, wenn ihr jetzt irgendwann auf die Idee kommt, ihr sagt, ihr habt einen i9-9900K oder ähnliches im System, und wollt dann irgendwann einen 10.000er, 11.000er reinpacken, dann geht das nicht, weil der Sockel nicht passt. Das heißt, ihr braucht ein komplett neues Board. Ihr müsst den ganzen Rechner auseinanderschrauben. Grafikkarte raus, RAM raus, Lüfter raus, Prozessor, das ist alles Quatsch. Und bei AMD ist es so, wenn wir jetzt mal vom Chipsatz auch ausgehen, dem B450, den man ja mit einem BIOS-Update auch erneuern kann, da ist es dann halt so, dass die 2000er-Serie auf dem AM4-Sockel läuft, die 3000er, die 4000er, die 5000er, das läuft alles auf dem AM4-Sockel. AMD hat schon gesagt, die 5000er-Reihe wird wahrscheinlich die letzte sein, die auf dem AM4-Sockel läuft. Aber selbst wenn ihr jetzt noch ein System zu Hause habt, mit einem B450-Chipsatz und einem 2600er Ryzen, könnt ihr ganz getrost mit einem BIOS-Update auf die 5000er-Reihe einfach aufstocken, knallt den da rein, Thema erledigt. Da müsst ihr nur den Lüfter abnehmen und den Prozessor raus und das wechselt ihr. Bei Intel dürftet ihr da schon wieder ein ganz neues Board kaufen. Das ist auch der Grund, warum ich von Intel, ich hatte vorher ein 6700K drin, gewechselt habe auf AMD. Ich hatte vorher auch einen 3000er drin, dann habe ich mir irgendwann gesagt, weißt du was, jetzt kaufst du dir mal einen 5000er. Konnte ich einfach da reinbauen, gar kein Problem. Vorher BIOS-Update gemacht, alles super. Da habt ihr die Frage zumindest mal beantwortet, warum ich immer eher so AMD nehme.
Und es gibt auch sehr viele Videos, die beschreiben, wie AMD in der Leistung in Spielen ist wie Intel. Viele sagen immer, Intel ist fürs Gaming viel besser gedacht. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Guckt bei PC Welt zum Beispiel, gibt es ein Video, ich blende es euch hier nochmal ein. Guckt euch dieses Video einfach mal an, ich verlinke es auch in der Beschreibung, dann wisst ihr, was da los ist mit Intel. Die aktuelle 11er-Reihe hat total verkackt. Das sauge ich mir auch nicht aus den Fingern, das sagen die Benchmarks. Das ist so. Aber wenn ihr Intel kaufen wollt, kein Problem, funktioniert auch. Ich sage nur, für mich, AMD besser. Das wollte ich hiermit nochmal klarstellen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr kauft diesen PC nicht. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und bye bye.